Neues Heim fürs Baby, Serena Williams verkleinert sich. Wenn Nachwuchs ansteht oder frisch auf der Welt ist, ziehen viele Familien um, die meisten vergrößern sich dabei und ziehen in ein geräumigeres Zuhause. Nicht so Serena Williams, 36, die Tennis Queen hat sich jetzt verkleinert, von weniger Luxus kann allerdings keine Rede sein. Ihre 12 Millionen Dollar Villa in Bel Air versucht gerade loszuwerden und hat stattdessen in ein Anwesen investiert, das nur etwa halb so viel kostet. Für rund 6,7 Millionen Dollar zieht die Sportlerin mit ihrem Verlobten Alexis Ohanian, 34, und Töchterchen nun in eine Villa in Beverly Hills. Mit 6000 Quadratmetern, 5 Schlafzimmern, 7 Bädern und einem riesigen Pool wartet das Luxushaus auf, bietet allerdings keinen privaten Tennisplatz, auf dem trainieren kann. Aber immerhin, einen guten Tausch macht die 36-Jährige, die seit knapp 2 Monaten Mutter ist, allemal. Immerhin sackt sie fast 6 Millionen ein und hat trotzdem noch obendrauf eine mega luxuriöse Bude. Wie findet ihr es, dass sich fürs Baby verkleinert hat? Stimmt darüber ab.